Unsere letzte Station in Goa ist das Braganza-Haus. Es liegt in Chandor, ca. 70 Kilometer von Kalangute entfernt. Deswegen haben wir uns auch ein Taxi geleistet. Nach gut einer Stunde Fahrt haben wir unser Ziel erreicht. Das Braganza-Haus ist wohl das bekannteste der wundervollen Kolonialvillen von Chandor. Das Braganza-Haus nimmt eine ganze Seite des Dorfplatzes von Chandor ein. Es ist gut 350 Jahre alt. Die elegante Kolonialvilla wird auch heute noch von Nachfahren der Erbauerfamilie bewohnt. Es ist heute in einen Ost- und Westflügel unterteilt. Zwei getrennte Häuser, die von einem gemeinsamen Eingangsbereich abzweigen. Wir werden von Aida de Menes Braganza schon über 90 Jahre alt begrüßt. Sie ist eine Urenkelin des Erbauers des Hauses. Sie repräsentiert die 8. Generation der Braganza-Familie in Goa. Sie zeigt uns ihre privaten Gemächer im Westflügel, weist uns aber ständig darauf hin, dass Filmen und Fotografieren streng verboten ist. Die Führung beginnt im großen Salon, der typisch ist für den portugiesischen Kolonialstil. Hier wimmelt es geradezu von chinesischem Porzellan aus Macau. Weiter geht's in die Schlafgemächer der Hausbesitzer. Diese sind ebenso wie der große Salon noch völlig originalgetreu. Das Waschgeschirr natürlich ebenfalls uraltes chinesisches Porzellan aus Macau. Wir folgen Frau Braganza in die Bibliothek. Doris gibt mir Deckung, damit ich heimlich filmen kann. Alle Möbel aus teurem Rosenholz. Stühle mit den Initialen der Familien, natürlich aus Rosenholz. Mit versteckter Kamera betreten wir das Arbeitszimmer. Eine Uhr aus England vom Vater oder Großvater, die aber nicht mehr funktioniert. Der Ballsaal mit belgischen Glaskristalllustern. Und weiter geht es in den Speisesaal. Durch die Gemächer des Westflügels führt uns nun Aidas Sohn, Claudio de Menes Braganza. Die andauernde Restauration bringt Braganza Haus immer mehr seinen Glanz aus der Zeit der portugiesischen Vorherrschaft zurück. Wenn man durch die Ballsäle mit den italienischen Marmorböden wandelt, die belgischen Glaskronleuchter und die Rosenholzmöbel mit Schnitzereien betrachtet, fällt es nicht schwer, sich die Feste vor Augen zu rufen, die dieses Haus einst mit Leben erfüllt haben. Jetzt bewundern wir noch in Ruhe die restlichen Räume des Braganza-Hauses. Para o demo que alegre, para o demo que alegre.
Hiermit ließen sich die Adligen wohl von ihren Bediensteten durch die Gegend tragen. Nach der Cabrio-Version die geschlossene Version. Den Sinn dieser langen Armlehnen kann ich nicht ganz erklären. Eigentlich gar nicht. Der Ostflügel befindet sich im Besitz der Familie Braganza Pereira. Hierzu gehört auch eine kleine Familienkapelle, in der gut versteckt eine Reliquie des heiligen Francisco de Xavier aufbewahrt wird, ein heiliger Fingernagel. So haben wir es zumindest gelesen, gesehen haben wir nicht. Der Balkon zum Innenhof. Die Außenfassade der Villa ist mit 24 Fenstern die längste in ganz Goa. Unser Besuch im Braganza-Haus ist zu Ende und wir machen uns wieder auf den Weg zum Taxi.